Du bist gesund, du kannst dir essen, trinken und eine Wohnung leisten. Du hast Familie, Freunde, Menschen um dich herum, denen du vertraust, die du liebst und die dich lieben. Dann kannst du dich sehr, sehr glücklich schätzen. Und wenn du das noch nicht tust, solltest du unbedingt damit anfangen. Wie traurig sind wir Menschen eigentlich? Das, was wir nicht haben, das wollen wir unbedingt. Und das, was wir haben, ist uns nie gut genug. Wenn es draußen heiß ist, wünschen wir, dass es kälter wäre. Wenn es kalt ist, wünschen wir, dass die Sonne rauskommt. Wenn wir ein Auto bekommen mit 100 PS, hätten wir gern 150. Haben wir dann eins mit 150, hätten wir gern 200. Wir bekommen eine Gehaltserhöhung von 300 Euro, wollen aber 400 bekommen. Wenn wir 400 bekommen, wollen wir 500. Wir wollen immer mehr und immer mehr und vergessen dabei, was wir eigentlich wirklich besitzen. Wir wissen nicht mehr das zu schätzen, was wir haben. Und das ist sehr traurig. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Ein sehr, sehr guter Freund von mir wohnt in Crailsheim und hat dort eine Bar. Die nennt sich Rakas. Mein Freund Fatih sagte einmal zu mir, Bruder, du kannst dein Leben lang kostenlos so viel trinken, wie du möchtest. Wenn du zu mir in die Bar kommst, fühlst du dich wie zu Hause. Jedes Mal, wenn ich in Crailsheim bin, in der Heimat, besuche ich meinen Freund, sage ihm Hallo und er sagt immer wieder, Bruder, bedien dich, fühl dich wie zu Hause. Und jedes Glas Wasser, jede Salzstange, die ich bekomme, ist für mich ein Geschenk. Jedes einzelne, jeder einzelne Tropfen weiß ich zu schätzen. Viel zu viele Menschen würden sowas ausnutzen. Am Anfang ist es noch eine tolle Geste, man weiß es zu schätzen. Irgendwann mal wird es zur Gewohnheit. Man nimmt sich einfach, was man will. Wenn dann der Besitzer irgendwann mal sagt, hey, jetzt solltest du langsam mal anfangen zu zahlen. Du nimmst dir echt viel raus. Wie, ich muss zahlen? Es wurde Gewohnheit, es wurde zur Selbstverständlichkeit. Für mich ist das niemals eine Selbstverständlichkeit. Ich traue mich noch nicht mal, da irgendwas rauszunehmen. Und er sagt immer, Bruder, nimm dir, nimm dir. Ich will ihm immer was geben und er sagt, ich will nichts. Gib es, wenn du möchtest, meiner Bedienung als Trinkgeld. Ich will von dir gar nichts haben. Der Unterschied ist, dass er weiß, dass ich es zu schätzen weiß und er es wieder in anderer Form von mir zurückbekommt. Ein anderes Thema. Geld. Wie viele Leute gewinnen im Lotto, bekommen ein Erbe und sind dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder pleite? Warum ist das so? Weil sich die Leute dieses Geld nicht selber hart erarbeitet haben. Sie wissen es nicht zu schätzen. Sie geben es einfach aus für teure Autos, für teure Häuser, Schmuck und so weiter. Es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch. Derjenige, der einen Cent nicht zu schätzen weiß, hat ihn nicht selber verdient. Diejenigen, die ihr Geld selber hart erarbeiten, wissen jeden Cent zu schätzen. Wir schauen mal weiter auf eure Freunde, auf eure Familie. Wie viele Menschen sehen das als Selbstverständlichkeit an, dass man Freunde hat, dass man Familie hat? Es gibt aber Menschen, die das nicht haben. Die wünschen sich so sehr eine Familie, eine Mutter, einen Vater, einen Bruder und eine Schwester. Hat man das? Ist es selbstverständlich. Die Mutter ruft an, nervt mich, ich gehe nicht ran. Der Vater will mit euch sprechen, ich habe keinen Bock auf den. Jedem geht das mal so. Wer fühlt sich nicht von seinen Eltern mal genervt? Aber man muss sich immer wieder im Klaren sein, was ist, wenn sie nicht mehr da sind? Was ist, wenn dein Bruder nicht mehr da ist? Was ist, wenn deine Schwester nicht mehr da ist? Dann bereust du es. Was ist, wenn der Mensch nicht mehr da ist, den du liebst? Wenn du ihn schlecht behandelt hast? Wieso merkst du erst im Nachhinein, dass du ihn schlecht behandelt hast? Wieso weißt du nicht, jetzt in dem Moment zu schätzen, was dieser Mensch wert ist für dich? Wieso sind Menschen so? Warum? Wir gehen auf eure Gesundheit. Schauen wir mal auf eure Gesundheit. Ist jeder von euch gesund? Ja? Das freut mich sehr, wirklich. Diejenigen, die nicht gesund sind, denen wünsche ich wirklich von ganzem Herzen eine gute Besserung und sehr, sehr schnelle Genesung. Diejenigen, die gesund sind, für die ist das nichts. Ich gehe raus, ich habe Spaß, ich besaufe mich am Wochenende, ich fahre betrunken Auto, baue einen Unfall und bin dann querschnittsgelähmt. Was ist dann? Dann wünschte ich, dass ich keinen Alkohol getrunken hätte. Dann wünschte ich, dass ich nicht Auto gefahren wäre.
dann weiß ich meine Gesundheit zu schätzen. Dann wünsche ich mir zurück, dass ich wieder laufen kann. Wir minimalisieren das mal ein bisschen. Was ist denn, wenn ihr nur eine normale Magen-Darm-Grippe habt? Ihr kotzt euch die Seele aus dem Leib. Jeder lag schon im Bett und wünscht sich wieder zurück. Bitte, 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 ich will wieder gesund sein. Mir geht's so schlecht. Ich will wieder ganz normal leben können. Ich will wieder alles essen können. Und dann geht's einem wieder gut. Und Wochen später hat man das wieder vergessen. Leute, ich will euch nur damit sagen, keiner von uns ist perfekt. Ich auch nicht. Auch ich habe meine Fehler. Aber bitte, bitte, lernt das zu schätzen, was ihr habt. Jeden Tag vorm Einschlafen bin ich dankbar für all das, was ich habe. In diesem Sinne, ich wünsche, es geht euch allen gut und wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war euer Michael Smolik.